Hallo, ich bin der Michael vom Teamchef Oberboss und zeige euch heute in meinem ersten Bastelvideo, wie man aus diesem Necron Warrior einen Flayed One macht. Neben dem eben erwähnten Warrior brauchen wir noch ein bisschen Werkzeug und weiteres Material, was ich euch jetzt kurz zeige. Ein möglichst scharfes Bastelskalpell, ein Metalllineal. Wir brauchen noch Green Stuff für die Haut. Zuerst einmal nehmen wir unseren Necron-Krieger. Die habe ich mir auf eBay gekauft. Die kann man entsprechend bearbeiten, indem man jetzt hier die Waffe wegnimmt und die abknipst. Dann sieht das Ganze schon mal so aus. Der Krieger hat in dem Fall noch die gerade aufrechte Haltung. Und das gucken wir uns gleich mal an, wie wir das modifizieren können, sodass das wie ein Flayed One im ersten Schritt aussieht. So, um aus dem Krieger links den gebeugten Flayed One zu machen, gucken wir uns das mal von hinten an. Und wie ihr sehen könnt, habe ich hier den Krieger aufgetrennt, einen Wirbelkörper rausgenommen, das Ganze etwas schräg gefeilt und wieder zusammengeklebt. Links vorher, Waffe abgepetzt, Wirbelkörper entfernt, schräg gefeilt und wieder zusammengeklebt. Das Ganze sieht dann wie folgt aus. Was man hier auch noch schön sehen kann, die angewinkelte Armposition, die bei dem Krieger vorher angewinkelt war, habe ich auch modifiziert. Den Arm aufgetrennt, den Winkel rausgenommen und entsprechend wieder angeklebt. Wenn es jetzt hier ein paar Stellen gibt, die nicht unbedingt schön aussehen, das macht nichts, da kommt später die Haut aus Green Stuff drüber. Ich habe ein bisschen probiert und herausgefunden, dass neben den Gussrahmen, die man verwenden kann, zum Beispiel Gussrahmenreste, wie hier zu sehen, um aus denen entsprechende Krallen bzw. Scheren oder diese verstümmelten Arme der Flayed Ones zu machen, sich auch sehr gut Deckel von Frischkäseverpackungen eignen. Die könnt ihr euch in dünne Streifen schneiden, das habe ich hier schon mal gemacht, entsprechend ablängen, ja, und dann versuchen vorsichtig das Ganze, ich hoffe, das kann man einigermaßen sehen, schräg zu schneiden. Mit einem scharfen Skalpell geht es am besten, dann gibt das entsprechend solche schrägen Teile, die wir dann wiederum an einen Flayed One ankleben können, beziehungsweise an einen Krieger, der Flayed One wird. Kann man hier nochmal ganz gut sehen. Hier hinten, wie ich es schon mal beschrieben habe, entsprechenden Wirbel raus, schräg gefeilt, festgeklebt und hier an die entsprechenden Armstummel entsprechend Plastikhart aus diesen Frischkäsedeckeln dran gemacht. Das Ganze muss dann später natürlich noch mit Green Stuff überzogen werden und so kann man die Arme entsprechend modellieren mit wenig Aufwand und damit einen kostengünstigen Flayed One erzeugen, der nicht aus Feincast ist. So, die Plastikkartstücke klebt ihr dann am besten mit einer guten Portion Kunststoffkleber hier an die Armstummel an. Ich habe das jetzt schon mal vorbereitet. Es ist ein bisschen fummelig. Man kann das mit dem Bastelskalpell noch ein bisschen richten. Ihr könnt das hier sehen, solange der Kleber flüssig ist. Und das entsprechend ausjustieren oder ausrichten. Ich denke, das sieht schon mal ganz gut aus. Das Green Stuff ist eine Zwei-Komponenten-Masse, die nach gründlicher Vermischung und Durchkneten entsprechend aushärtet. Wir nehmen uns also quasi 1:1 oder ein bisschen mehr von dem Blauen. Wenn es ein bisschen weicher werden soll, habe ich ausprobiert. Und kneten das am besten zuerst mit Handschuhen, weil das in der Originalversion noch etwas klebrig ist. Das Ganze gibt dann entsprechend so eine Knetmasse und je länger ihr die zwischen den Händen knetet, desto weicher wird sie, desto besser kann man sie modellieren. Ihr solltet euch allerdings danach gut die Hände waschen, weil Komponentenmasse durchaus einiges an Chemikalien enthält.
So, jetzt versuchen wir das Green Stuff ähnlich wie beim Plätzchenbacken mit einer Art Plätzchenrolle auszuwalzen, dass wir das möglichst dünn hinkriegen. Vielleicht auch mit den Händen ähnlich wie ein Pizzateig ein bisschen ziehen. Wenn sich das jetzt in der Struktur verändert, macht das überhaupt nichts. Hautfetzen, die wir später auf diesen Flayed Ones platzieren wollen, die ja früher auch Menschen waren und deren Haut abgetragen wurde, bevor sie ein entsprechendes Metallskelett bekommen haben, sieht auch nicht immer gleichmäßig aus. Das probieren wir einfach mal, indem wir das jetzt hier abreißen, dünn vielleicht noch ein bisschen ausdrücken und dann auf einen entsprechenden Modell platzieren werden. So, wie ihr seht, habe ich jetzt hier schon mal Green Stuff angebracht. Das sollte man wirklich das Blaue am besten ein bisschen mehr verwenden, damit das Ganze ein bisschen weicher. Ihr seht, ich habe das hier drauf geschmiert und einfach, wenn es entsprechend klebt, mit den Fingern rübergehen und entsprechend verschmieren. Das sieht schon einigermaßen gut aus. Jetzt müssen wir es mal trocknen lassen und gucken, wie wir den guten Flayed One später entsprechend bemalen können. Ihr könnt auch noch hingehen mit einem entsprechenden Modellierwerkzeug, was ich hier habe, und zum Beispiel hier Vertiefungen reinkratzen. Das ist ein ganz ein bisschen verwitterter oder, was verwitterter ist in dem Fall falsch, aber fleischiger, zerfetzter aussehen lassen. Das ist dem Geschmack überlassen, wie man das letztendlich macht. Aber wenn ihr seht schon, wenn man das entsprechend klebrig gestaltet, kann man hier auch durchaus mit dem entsprechenden Modellierwerkzeug noch ein bisschen was erreichen an Struktur für zerfetztes Fleisch. So, wenn das Green Stuff schon angefangen hat, ein bisschen anzutrocknen, dann könnt ihr hingehen und könnt das Ganze noch ein bisschen aufrauen in Form von Hochstellen, dass es nicht ganz so flach und gerade wirkt. Könnt ihr das noch so ein bisschen hochbiegen, dass es fleischiger aussieht. Das Ganze trocknet eh knallhart aus als Green Stuff, sodass euch da nichts abbricht oder entsprechend seltsam aussieht. Ja, wenn sie es löst, einfach wieder andrücken, gibt dann einen entsprechenden, sehr schön aussehenden Effekt. Und wenn es sich eben ganz ablöst, nimmt man es weg und ist auch gut. So, und hier seht ihr dann nochmal einen Vergleich von der Variante mit dem Gussrahmen. Das ist hier, das ist ein bisschen kleiner geworden, ein bisschen filigraner. Und hier mit dem Plastikkart, was mir eigentlich deutlich besser gefällt. Die Plastikkart-Variante wird dann genau wie die Variante mit dem Gussrahmen später noch mit Green Stuff überzogen. Ja, und im nächsten Video zeige ich euch dann, wie man das Ganze bemalt, damit die so richtig schön wie Flayed Ones auch aussehen.